Gartenarbeit ist eine ziemlich alltägliche Sache, die du tun musst, egal ob du sie magst oder nicht. Und auch wenn es manchmal Spaß macht, besonders wenn du deine eigenen Pflanzen anbaust, sind Dinge wie Rasenmähen nie toll. Aber was wäre, wenn wir dir sagen würden, dass es möglich ist, selbst die langweiligsten Teile der Gartenarbeit in etwas zu verwandeln, das Spaß macht? Ja, dank einer Menge unglaublicher Innovationen in den letzten Jahren gibt es jetzt ein paar tolle Gartengeräte, die das ganze Erlebnis völlig verändern können. Vom futuristischen Edible Plant Grower bis zum schrulligen Turtle. Hier sind einige der coolsten Gartengeräte auf dem Markt. Nummer 12. Solentia Lucy. Jeder braucht ein bisschen Sonnenschein in seinem Leben. Aber heutzutage ist es ziemlich schwer, eine ordentliche Dosis Vitamin D zu bekommen, weil alle von zu Hause aus arbeiten. Oh, und natürlich brauchen auch deine Zimmerpflanzenkinder die Sonne. Wenn du also keinen Zugang zu direktem Sonnenlicht im Haus hast, dann hat Lucy eine Lösung für dich. Im Grunde ist es ein intelligentes, natürliches Beleuchtungssystem, das das Sonnenlicht umlenkt und dein Haus beleuchtet. Und da es natürlich solarbetrieben ist, musst du dir auch keine Gedanken über Batterien oder Kabel machen. Lass dich aber nicht davon täuschen, dass es wartungsarm ist, denn es erhält deine ganze Welt fast ohne Aufwand. Alles, was du tun musst, ist, einen sonnigen Platz zu finden und schon hast du einen Haushalt voller glücklicher Pflanzen und ein glückliches Ich. Nummer 11. Step in Nut. Okay, seien wir ehrlich. Deinen Garten sauber zu halten ist harte Arbeit. Besonders wenn du Bäume hast, die ständig Tannenzapfen, Kastanien oder Eicheln abwerfen. Und während das Haken eine Möglichkeit ist, für Ordnung zu sorgen, ist das Herumschnüffeln und Aufsammeln der Nüsse nicht gerade effizient. Mit den Step in Nut Erntemaschinen sammelst du die Nüsse jedoch in Lichtgeschwindigkeit ein. Ihre langen, robusten Borsten sorgen dafür, dass du keine verstreuten Eicheln auf dem Boden findest. Außerdem hast du mit den Schnellwechselsets jede Menge Möglichkeiten, verschiedene Bürsten für alle möglichen Nüsse auszuprobieren. Also besorg dir deinen Pflückeimer, ein Step-in-Nut-Kit und leg los. Nummer 10. Gardenature Smart Bird Box. Es ist immer unglaublich befriedigend, wenn der Vogelkasten, den du in deinem Garten aufgestellt hast, endlich von kleinen fliegenden Freunden besetzt wird. Es ist auch ein surreales Gefühl zu wissen, dass sie sich in deinem Garten eingenistet haben und dort einfach leben. Doch obwohl das natürlich aufregend ist, bekommst du sie nie wirklich in ihrem Zuhause zu sehen. Denn Vogelkästen sind dazu da, ihre Familien vor Raubtieren und Ähnlichem zu schützen. Mit dieser intelligenten Vogelbox hast du jedoch immer ein Auge auf deine kleinen Nachbarn und kannst ihnen bei Bedarf helfen. Oder du kannst dich einfach in Sir David Attenborough verwandeln und sie beobachten. Mit der hochauflösenden Wi-Fi-Kamera hast du rund um die Uhr Zugriff auf alles, was in deinem kleinen Nest vor sich geht. Außerdem hat sie einen Bewegungssensor, sodass du benachrichtigt wirst, wenn ein Vogel hereinkommt oder sich bewegt. Und natürlich kannst du die Kamera und alles andere über eine sichere App direkt auf deinem Smartphone ansehen, sodass du dich um die Einrichtung nicht kümmern musst. Nummer 9. Add-in Wi-Fi-Gartensensor. Jeder möchte sofort gut im Pflanzenbau sein, aber die traurige Wahrheit ist, dass ein grüner Daumen eher selten ist. Um also sicherzustellen, dass deine Pflanzen lebendig und gut ernährt bleiben, musst du eine Menge recherchieren und die Bedingungen in deinem kleinen Garten überprüfen. Und ehrlich gesagt ist es heutzutage sehr schwer, so viel Zeit für all diese Dinge aufzubringen. Mit dem Add-in-Gartensensor musst du dich aber nicht mehr darum kümmern, deinen Garten rund um die Uhr im Auge zu behalten. Dieses schicke kleine Gerät sitzt mitten in deinem Garten und sammelt alle möglichen Daten über den Boden und die Wetterbedingungen. Es sendet elektrische Signale durch den Boden, um kleinste Veränderungen zu erkennen und analysiert sie in Echtzeit. Du kannst Dinge wie Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Nährstoffgehalt des Bodens, pH-Wert und Feuchtigkeit überprüfen. Außerdem ist er immer mit dem WLAN verbunden und kann so auf die umfangreiche Datenbank von Add-in zugreifen, um wichtige Daten abzugleichen. Außerdem ist dieses Gartengerät solarbetrieben, sodass du dir keine Sorgen machen musst, dass die Steckdose oder die Batterie leer wird. Nummer 8. Netro Smart Sprinkle. Wenn du deinen Garten immer noch mit einem altmodischen Schlauch oder einem manuellen Sprinkler bewässerst, dann ist es definitiv Zeit für ein Upgrade. Und was gibt es Besseres als das modernste Bewässerungssystem, das wir je gesehen haben, um deine Bewässerung auf Vordermann zu bringen? Dieses Ding nennt sich zwar Smart Sprinkle, aber in Wirklichkeit ist es so viel mehr als das. Natürlich hast du eine Wi-Fi-Verbindung und eine App, um sie zu überwachen, aber darüber hinaus hast du auch ein vollautomatisches Bewässerungssystem. Es erstellt und passt den Bewässerungsplan entsprechend deiner Pflanzen und dem Wetter an, ohne dass du etwas dafür tun musst. Und als wäre das nicht schon beeindruckend genug, ist dieses kleine Gerät auch noch in der Lage, anhand von Wettervorhersagedaten und historischen Daten Wasser zu sparen. Und wenn es in deiner Nachbarschaft Regeln für Bewässerung gibt, dann ist dieses Gerät auch dafür zuständig. Im Ernst, das ist eine der beeindruckendsten Erfindungen, die wir für einen Garten gesehen haben. Nummer 7. Pflanzenbabysitter. Wenn du schon immer eine Leidenschaft für Pflanzen hattest, vor allem für solche, die im Haus wachsen, dann liebst du sie wahrscheinlich wie deine eigenen kleinen Babys. Und was machst du, wenn du mal raus musst, aber dein Baby nicht mitnehmen kannst? Du stellst einen Babysitter ein. Mit der vereinten Kraft von Technik und Liebe
haben wir jetzt einen Babysitter für deine kleinen Pflanzenbabys. Dieses schlaue kleine Gerät sitzt in der Erde und sorgt dafür, dass dein grüner Freund immer Wasser bekommt, wenn er durstig ist. Und da es einen eigenen Tank hat, musst du dich auch nicht um die manuelle Bewässerung der Pflanze kümmern. Du musst sie nur mit dem WLAN verbinden und sie mit der App überwachen. Und selbst wenn das Wasser am Tank zur Neige geht, benachrichtigt sie dich. Nummer 6. Essbare Pflanzenzüchter. Wenn du eher auf Ästhetik stehst und ein Gartengerät suchst, das auch noch futuristisch aussieht, dann bist du hier genau richtig. Dieser Pflanzenzüchter ist vom Konzept her ähnlich wie der Babysitter, aber er hat noch viel mehr zu bieten. Er sieht nicht nur aus wie etwas, mit dem Wall-E Pflanzen züchten würde, sondern ist auch funktional sehr nah dran. Es handelt sich nämlich um eine hydroponische Pflanzenzucht, was bedeutet, dass sie keine Erde benötigt. Und das Ergebnis? Nun, du bekommst ein schnelleres Wachstum, mehr Pflanzen und weniger Wurzeln, was letztendlich weniger Ärger bedeutet. Natürlich ist dieser Typ auch immer mit dem WLAN verbunden und wenn eine Pflanze Wasser braucht, kümmert sie sich automatisch darum. Alles, was du tun musst, ist, Nährstoffe hinzuzufügen und den Wassertank von Zeit zu Zeit aufzufüllen. Und voilà, schon bist du fertig. Nummer 5. Playbulb Garden. Okay, lass uns die Dinge ein bisschen ändern. Der Playbulb Garden ist nicht unbedingt ein Gartengerät, aber es ist ein Muss für alle, die eine Pflanze gesund halten wollen. Im Grunde genommen ist es nur ein Licht, das sich nachts automatisch einschaltet. In Wirklichkeit ist es aber das einzige Licht, das du in deinem Garten brauchst, sei es für deine Pflanzen oder für dich selbst. Es unterstützt Full RGB, das heißt, du kannst es direkt von deinem Handy aus in jede beliebige Farbe umschalten. Außerdem gibt es eine ganze Reihe von Lichteffekten, um die Stimmung zu verbessern. Und der solarbetriebene Akku sorgt dafür, dass der Akku praktisch nie leer wird. Außerdem ist er wasserfest und kann direkt ins Gras gelegt werden. Er ist also in deinem Garten zu Hause. Nummer 4. Tertill. Bevor wir überhaupt anfangen, müssen wir sagen, dass Tertill ein unglaublicher Name für einen kleinen Roboter ist, der langsam durch deinen Garten läuft. Aber dieser Kerl ist nicht nur dazu da, um in deinem Garten niedlich auszusehen. In Wirklichkeit ist Tertill ein kleiner Killer. Ja, er ist ein bisschen wie ein Staubsaugroboter. Aber anstatt sich um den Staub in deinem Zimmer zu kümmern, vernichtet er stattdessen das Unkraut in deinem Garten. Alles, was du tun musst, ist, den Knopf zu drücken und ihn den Rest erledigen zu lassen. Sobald er losgeht, wirbeln seine speziellen Räder die oberste Schicht des Bodens auf und zerstören die Unkrautsamen beim Wachsen. Und falls doch noch Unkraut sprießen sollte, hat er einen Trimmer, der auch das beseitigt. Und wenn du dir Sorgen machst, dass deine Pflanze ins Kreuzfeuer geraten, kannst du beruhigt sein. Der Tertill kennt den Unterschied zwischen Unkraut und einer normalen Pflanze sehr gut. Nummer 3. O-Garden Smart. Wahrscheinlich hast du schon einmal eines dieser futuristischen Pflanzensysteme in einem Science-Fiction-Film gesehen. Du weißt schon, die sich auf einem Raumschiff oder so befinden. Weißt du was? Wenn du das schon immer einmal in deinem Haus haben wolltest, dann ist heute dein Glückstag. Denn O-Garden Smart ist genau das. Es ist ein ultra cooles Indoor-Gardening-Kit, mit dem du das ganze Jahr über etwas anbauen kannst. Und da es in sich geschlossen ist, musst du dir auch keine Gedanken über Pestizide und Herbizide machen. Alles, was du tun musst, ist, deine Pflanzen in die Becher zu sehen, zu warten, bis sie ein wenig gewachsen sind und sie dann in das Rad zu übertragen. Das Rad sieht nicht nur futuristisch aus, es hat auch alles, was deine Pflanze braucht. Dinge wie Wasser und Licht sind also automatisch abgedeckt. Nummer 2. Husqvarna Automower. Erinnerst du dich noch an die ganze Rede darüber, dass Rasenmäher langweilig und mühsam sind? Das ist schon ewig her, oder? Nun, wenn du es bis hierher geschafft hast, dann ist hier deine Belohnung. Dieser böse Junge hier ist die Mutter aller Rasenmäher da draußen. Wenn dein alter Mäher ein Honda Civic ist, dann ist dieser ein Ferrari. Er sieht nicht nur unglaublich aus, sondern ist auch sehr leistungsstark. Er kann mit kompliziertem Gelände wie Hängen und engen Passagen umgehen. Außerdem hast du all die anderen X-Line-Vorteile wie GPS-Diebstahlsicherung und unterstützte Navigation, sodass du ihn nie wieder verlieren wirst. Außerdem hat er noch jede Menge anderer intelligenter Funktionen, wie zum Beispiel eine automatische Passagensteuerung, einen Wettertimer und jede Menge verschiedene Schnittmodi und Muster. Das ist wirklich das Gartengerät deiner Träume. Nummer 1. Photonics 3 in 1. Apropos Gartengeräte. Wer liebt es nicht, eine riesige Kettensäge zu tragen und seine Hecke zu stutzen? Das ist super aufregend. Stell dir das mal vor, aber viel besser. Der Photonics 3 in 1 ist das Schweizer Armeemesser unter den Gartenwerkzeugen. Sie hat eine Kettensäge, eine Kreissäge und eine Säbelsäge. Und das Tolle ist, dass du zwischen den drei Werkzeugen wechseln kannst, wenn du willst. Wenn du zum Beispiel gerade mit der Kettensäge Unkraut und Äste geschnitten hast und stattdessen jetzt etwas zimmern möchtest, schaltest du einfach die Kreissäge ein und schon bist du fertig. Oh, und haben wir schon erwähnt, dass dieses Werkzeug intelligent und emissionsfrei ist? Ja, sie ist extrem leise und produziert praktisch keine giftigen Abgase. Und sicher ist sie auch, dank eines hochwertigen Abzugs, einer Sicherheitssperre und einer Anti-Rutsch-Beschichtung auf der Oberseite. Gut, welches dieser Gartengeräte hat dich am meisten fasziniert? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen. Vergiss nicht, das Video zu liken, Technik Atlas zu abonnieren und wir sehen dich im nächsten Video wieder.